Friends und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Oh mein Gott, meine Haare nerven so krass. Die sind total elektrisch aufgeladen. Ja, das nervt auf jeden Fall ziemlich. Naja, egal. Wenn genau du dachtest, dass du mich gut kennst, dann passt gut auf jetzt. Denn ich habe für euch 15 negative Fakten über mich. Ja, negativ. Warum ausgerechnet negativ? Viele Menschen denken ja immer, dass bei so YouTubern oder Influencer, keine Ahnung, wie ihr das nennen mögt, dass immer alles so toll ist, dass man happy ist und dass bei mir oder bei anderen Leuten, die in diesem Social-Media-Bereich tätig sind, sage ich jetzt mal, dass immer einfach alles perfekt ist. Das denken halt viele. Nicht alle, aber viele. Und da es nicht so ist, da wir ja auch nun mal normale Menschen sind, genauso wie du, haben wir auch negative Sachen oder Seiten an uns. Und ja, deswegen habe ich 15 Fakten über mich vorbereitet, die negativ sind. Ja, ich würde sagen, es ist gefundenes Fressen für alle Hater. Also herzlich willkommen, ihr seid genau richtig hier. Yay! Aber wir haben nun mal alle gewisse negative Seiten an uns und das ist auch nicht schlimm meiner Meinung nach, weil ja, ist halt menschlich, wir sind ja keine Maschinen, sondern Menschen und das ist ja klar, dass wir nicht perfekt sind. Fakt 1. Ich bin ziemlich unordentlich. Ja, ich bin ein kleiner Chaot und dazu stehe ich auch. Aber ich bin nicht dreckig. Ich finde, da gibt es immer so zwei Unterschiede. Ich bin eher so dieser Chaot, der lässt immer alles liegen oder die lässt immer alles liegen und ja, zum Beispiel Kleiderschrank ordentlich halten ist jetzt auch nicht so mein Ding, wenn ich dann anziehe. Aber bei uns Mädchen ist es immer typisch. Man weiß halt nicht immer, was man anziehen soll. Und dann entscheidet man sich doch irgendwie um und dann zieht man das an. Und dann denkt man sich, hey, aber das andere passt besser oder das sieht heute besser aus. Und keine Ahnung, ihr wisst schon, ihr wisst genau, was ich meine. Oh Mann, das ist immer das Gleiche. Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Aber naja. Und das Problem ist immer bei mir, dann räume ich auf, dann kriege ich so mein Popo hoch. Dann habe ich es 2 Tage ordentlich. Und was passiert dann? Natürlich wird es dann wieder unordentlich. Es hält nicht an bei mir. Nein. Also Ordnung hält nicht lange. Wirklich. Absolut nicht. Gib mir 2, 3 Tage, dann sieht alles perfekt aus. Und ich putze auch und denke mir so, yay. Aber dann Fakt 2. Normalerweise trage ich eine Brille. Aber die setze ich so gut wie nie auf, weil ich finde mich mit Brille, weiß ich nicht, ich mag das irgendwie gar nicht. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich immer mal Kontaktlinsen bekomme, weil ich sehe echt nicht gut. Also auf dem Auge ist das so, so wie es mir erklärt worden ist, ich sehe auf diesem Auge ohne Brille 30%. Ja. Mit Brille sehe ich auf dem Auge, mit Brille 60%. Und ich kann auch nur 60% erreichen. Viele fragen mich immer, Enya, wie kommst du denn tagsüber klar? Also ohne Brille, wenn du da nur 30% sehen kannst. Hallo, wie soll das denn funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, ich habe mich auch daran gewöhnt und deswegen klappt es irgendwie. Ja, und das Auge ist noch einigermaßen okay, aber so langsam, weiß ich nicht. Ich habe auch echt alles, alles. Ich fühle mich wie so eine alte Oma. Fakt 3. Ich bin ziemlich, ziemlich, ziemlich zickig. Also nicht immer, aber ich kann echt zickig sein. Vor allen Dingen, wenn ich so meine Meinung habe und ich will einfach, ja, ich stehe einfach zu dieser Meinung. Und wenn dann irgendeiner kommt und was dagegen sagt, dann bin ich so, dann diskutiere ich und dann, ja, einfach zickig. Fakt 4. Ab und zu trinke ich mein Weinchen. Nein, okay, ich trinke ab und zu Alkohol, aber nicht oft. Und wenn, dann auch nicht viel. Erstens, weil ich nicht viel vertrage und zweitens, ja, ich kenne einfach meine Grenzen und ich mag es nicht so voll so, ihr wisst schon wie. Ich mag es einfach, also was heißt mag, mögen, das ist ja nichts Positives, aber ihr wisst einfach, wie ich das meine. Ja. Für mich ist es in Ordnung, wenn ich ja einfach gut drauf bin, aber jetzt nicht irgendwie richtig da betrunken oder so. Das mag ich gar nicht. Das mag ich bei anderen nicht und das mag ich bei mir auch gar nicht. Ich weiß nicht. Das muss nicht sein. Fakt 5. Ich quassel extrem viel. Und
auch viel um den heißen Brei, wie viele schon gemerkt haben. Fakt Nummer 6. Ich weine sehr, sehr oft für kleine Dinge und es nervt mich sogar selber, dass ich so oft wirklich manchmal für Blödsinn weine. Ich weiß nicht, ich bin einfach so ein sensibler Mensch und mich verletzt auch sehr schnell irgendwas. Aber zum Glück ist es nicht mehr so schlimm wie früher, weil da habe ich wirklich schon für eine Beleidigung geweint. Wenn mich jetzt jemand beleidigt hat, dann habe ich angefangen zu weinen. Ja. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Ich weine jetzt zwar auch noch für Kleinigkeiten, aber für Sachen, also nicht für solche Kleinigkeiten. Fakt Nummer 7. Ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. Wenn ich irgendwo warten muss oder generell auf irgendwas warten muss, ich kann da einfach nicht abwarten. Ich will das immer sofort haben. Immer. Keine Ahnung, ich bin da so schlimm drin. Ne? Ich habe wirklich gar keine Geduld. Also Geduld ist bei mir ein Fremdwort und ja. Fakt Nummer 8. Ich ernähre mich etwas ungesund. Also früher war es noch viel extremer. Weil da habe ich jeden Tag Cola getrunken. Also da war ganz, ganz schlimm Ende im Gelände. Jetzt ist es so, dass es bei mir so, ja, gemischt ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich gesund ernähre. Es ist teilweise sogar noch ziemlich ungesund, was ich, ja, zu mir nehme. Also ja, ich ernähre mich halt echt schon ein bisschen zu viel ungesund. Fakt 9. Ja, ich bin tatsächlich echt faul und nehme mir manchmal Sachen vor, die ich halt machen will, wo ich mir so denke, boah, jetzt geht's richtig los und ja, jetzt geht's los und dann wird's einfach nichts, ja. Also, egal, ob es jetzt mit Aufräumen ist oder ja, ich bin einfach ziemlich faul. Fakt 10! Ich bin eine ziemliche Frostbeule, also ich friere sehr, sehr schnell und ja, eigentlich auch immer. Also ich friere wirklich immer. Ich friere sogar jetzt. Fakt 11. Okay. Manchmal denke ich echt, dass ich irgendwie Alzheimer habe, weil ich Sachen so schnell vergesse. Wirklich. Zum Beispiel, mir sagt einer, ey Enya, bla bla, kannst du daran denken? Und ich bin so, ich will dann so hilfsbereit sein und denke mir so, ja klar, und so mache ich. Das vergesse ich wieder. Das ist total schlimm. Oder ich nehme mir irgendwas vor. Ich vergesse es einfach. Ich vergesse einfach so viele Sachen. Auch wichtige Sachen. Ich kann es manchmal nicht in Worte fassen. Also wirklich. Ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, ja. Fakt 12. Ich fahre definitiv oft zu schnell Auto. Und das ist überhaupt nicht gut. Das solltet ihr auch nicht nachmachen. Ja, haltet euch immer schön an die Regeln. Erstens, ihr könnt geblitzt werden. Zweitens, Unfall. Und das will keiner, denn das kann auch sehr schnell tödlich enden und deswegen passt immer gut auf beim Autofahren. Mir passiert es auch nicht oft, aber wenn ich so merke, da ist jetzt kein Auto oder so und das kommt irgendwie so langsam vor, dann gehe ich halt schon ein bisschen Gas, dann fahre ich manchmal 10, 15 km/h zu schnell. Fakt 13. Ich habe Plattfüße. Ihr denkt jetzt gerade, okay, hey, was labert die jetzt? Plattfüße, also man sagt jetzt, also eigentlich sagt man nicht Plattfüße, wie man das genau sagt, da gibt es irgendwie so ein Wort dafür, aber keine Ahnung, ich sage immer Plattfuß, dass ich hier so Plattfüße habe. Und zwar geht meine Füße nach innen und das sieht dann immer aus, als ob ich so Watschelfüße habe. Und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall Einlagen dafür und genau aus diesem Grund habe ich auch extreme Rückenprobleme. Also ich habe richtige Rückenprobleme, ich bekomme auch momentan Krankengymnastik. Ich fühle mich wie eine alte Oma, ey, ganz ehrlich. Ich bin vergesslich. Irgendwas stimmt mit meinen Augen nicht, irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht, irgendwas stimmt mit meinem Rücken nicht. Ey, mein Gott. Hammer. Fakt 15. Fakt 15 ist, ich bin einfach nicht normal. Wirklich nicht normal. Nicht normal. Wirklich nicht normal. Aber ich denke, das habt ihr schon längst mitbekommen. Oh Mann, ey. Ja, aber ich finde es ganz gut, dass ich nicht normal bin. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr Bock auf solche Faktenvideos habt, dann schreibt es in die Kommentare oder gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Es müssen ja nicht immer negative Fakten sein, sondern vielleicht auch mal lustige Fakten über mich oder positive Fakten oder unangenehme Fakten.
Schreibt doch mal einfach eure Ideen in die Kommentare und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und schaltet die Glocke an, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und wenn ihr so oder so gar nichts mehr von mir verpassen wollt, dann solltet ihr mich auch abonnieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und...